Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio am Samstag. Über meinen heutigen Gast schreibt die Welt am Sonntag: Vergessen Sie Peter Klöppel. Klaus Kleber vom ZDF Heute Journal ist der Amerikaner im deutschen Fernsehen. Niemand sonst erklärt uns so charmant die Welt. Herzlich willkommen, Herr Kleber. Schöner Einstieg, Dankeschön. Nichts gegen Peter Klöppel, den ich sehr schätze. Sie waren ja wirklich sehr, sehr, sehr lange in Ihrem Leben in Amerika. 15 Jahre oder noch mehr, ne? Einmal 3, einmal 12, 15. Nur noch so ein bisschen als Student. Ja. Kommt eigentlich noch dazu. Und jetzt ungefähr 2 Jahre? Ja, gut 2 Jahre schon wieder zurück in Deutschland. Wie viel Amerikaner ist da noch drin in Ihnen? Also das geht nie ganz raus. Das ist, ja. Also ich so ein 15-20% Amerikaner werde ich bleiben, obwohl meine Kinder mir sagen, ich hätte immer noch einen grauenhaften Crowd-Akzent, was die Amerikaner aber ja locker wegstecken. Haben Sie Sehnsucht manchmal nach Amerika? Fernweh nach Amerika? Ja, doch, immer wieder. Obwohl Leben dort, beruflich leben, das ist für mich jetzt ein Stück weit abgeschlossen. Also ich möchte immer wieder hin, ich will den Kontakt nie mehr verlieren. Dafür liegt mir zu viel an den Menschen, die ich dort kenne und an der Landschaft. Mhm. Aber ich kann mir, wenn ich jetzt mal wieder die Chance hätte, irgendwo rauszugehen als Korrespondent, dann wahrscheinlich nicht nach Amerika, die Welt ist noch viel größer. Sondern wohin? Wahrscheinlich irgendwo in Europa. Jetzt verrate ich wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht sagen soll. Nee, ich hab keine konkreten Absichten, aber das Lustige ist, ich kenne Amerika inzwischen besser als Europa. Und das würde ich gerne nachholen. Auch besser als Deutschland, ja. So, wir beginnen mit den 5 Einstiegsfragen dieser Sendung. Gespannt. Und ich bitte um eine kurze und kompakte Antwort. Okay. Die erste Frage lautet: Was ist Ihre beste Eigenschaft? Ich stecke Kritik ganz gut ein, glaube ich. Mhm. Zweite Frage: Wenn Sie einen Tag in Ihrem Leben eine Frau sein könnten, was würden Sie tun? In der Metropolitan Opera eine Sopranrolle singen. Frei erfunden. Ich glaube nicht, dass das wirklich mein größtes Anliegen ist. Wenn die Sie dann lassen würden. Ja, genau. Dritte Frage: Was war bisher der größte seelische Schmerz, den Sie je haben ertragen müssen? Ich bin wirklich gut davongekommen bis jetzt. Also in der Kategorie eine so tief traurige Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Ich habe ein glückliches Leben gehabt. Allerdings. Mhm. Glückwunsch. Ja. Ja. Vierte Frage: Mit welchem Prominenten würden Sie niemals im Aufzug stecken bleiben wollen? Ich möchte überhaupt nicht im Aufzug stecken bleiben. Ich bin ein bisschen klaustrophob. Das ist eine abenteuerliche Vorstellung. Umso schlimmer, wenn man damit jemanden... Mit einem Prominenten nicht... Also das kann ich gar nicht beantworten. Es gibt doch irgendjemanden, den Sie... Der überhaupt nicht leiden kann. Ja, wo Sie sagen, mit dem um Gottes Willen keine halbe Stunde. Das ist cool. Es gibt einen amerikanischen Schauspieler, der schon ewig tot ist. Der hat gesagt, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, den ich nicht leiden konnte. Ich bin auch so, also es gibt sicher Leute, die ich jetzt nicht so wahnsinnig gerne mag, aber wenn ich jetzt in so eine Situation käme, mit irgendjemand mal eine halbe Stunde eingesperrt zu sein, dann ist es ja auch eine Chance, den besser kennenzulernen. Und mir fällt jetzt echt keiner ein. Sehr diplomatisch. Nee, überhaupt nicht. Vielleicht fällt mir in der halben Stunde noch was ein. Und die letzte Frage: Was würden Sie Gott fragen? Ja, die Frage, die wir, glaube ich, alle an Gott haben, nämlich die vielen Dinge, die er erlaubt, dass sie passieren. Mhm. Und zwar auch da, auch in meinem Reporterleben, bin ich nie so nah dran gewesen an den ganz grauenhaften Geschichten, mit denen unsere Reporter aus Afrika zum Beispiel zurückkommen. Und ich meine jetzt nicht das massenhafte Leid wie die Tsunami-Welle. Ich meine das ganz kleine Schicksal, dass ein Mädchen, das die ganze Familie verloren hat, dann auch noch auf eine Mine tritt in Afghanistan. Also das zum Beispiel. Schlichtweg die Frage, warum? Warum erlaubst du das? Mhm. Die Theologen haben darauf die Antwort. Natürlich ist das schon zigmal gefragt worden. Ich würde gerne wissen, was der Chef selber sagt. Okay. Ihr Lieben, wenn ihr euch auch sehr gerne mit Herrn Kleber unterhalten wollt, ruft an unter 0800 220 5050, mailt unter Domian, mailt unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 5051. Und wenn ihr faxt oder mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls auch sehr schnell zurückrufen können. Die erste Anruferin ist Annika und Annika ist 24 Jahre alt. Hallo Annika. Hallo Domian, hallo Herr Kleber. Deine Frage. Also, ich habe mal eine kritische Anmerkung zur Katastrophenberichterstattung. Und zwar finde ich das ständige Wiederholen bestimmter Katastrophenbilder, wie zum Beispiel bei der Tsunami-Katastrophe, wie Sie es gerade schon angesprochen haben,
eigentlich sehr fragwürdig. Also ich habe es zum Beispiel beobachtet, gerade bei den privaten Sendern, jede Stunde, es wurden immer wieder neue Opferzahlen gebracht, es wurden immer wieder diese gleichen Bilder, wurden immer wieder gezeigt, dieses Grauen, und es waren auch praktisch die Zahlen, die geliefert wurden, es war kein fundiertes Wissen, es waren einfach nur Sensationszahlen, die noch gar nicht richtig bestätigt wurden. Hast du das denn, Annika, hast du das beim ZDF auch so wahrgenommen, weil er ist ja nur der Chef vom ja. ZDF heute, ja? Ich fand, also beim ZDF fand ich es noch gemäßigt, aber ich finde schon, dass die Häufigkeit, sag ich mal, in dem die Bilder halt immer wieder gezeigt werden, immer diese gleichen Bilder, und ich wollte halt nur sagen, ich denke, dass auch der Zuschauer, wenn er immer wieder diese Bilder sieht, auch irgendwo abstumpft, irgendwann abschaltet, das gar nicht mehr richtig begreifen kann, weil irgendwann ist das Fassungsvermögen des Zuschauers auch begrenzt. Okay, dann geben wir ihm jetzt mal die Chance, da was zu sagen. Das stimmt, Annika. Mhm. Das Fassungsvermögen auch der Reporter ist begrenzt. Ja. Wir bekommen bei jeden Tag fast, und die Welt ist nun mal leider so, wie sie ist, so grauenhafte Bilder ins Haus. Ja. Und da sitzen Kolleginnen und Kollegen von mir, die sich dieses Material angucken und die sich jeden Tag überlegen oder jede Minute, was davon können wir Annika zumuten. Ja. Wir können sie jetzt nicht schützen davor, Nein. dass in Gaza oder in der Tsunamiwelle oder im Irak grauenhafte Geschichten passieren. Mhm. Aber glauben Sie mir, die Realität ist noch ganz anders. Und wir versuchen wirklich sehr, sehr verantwortungsvoll, das zu filtern und zu sagen, die Welt ist so, wie sie ist. Unser Nachrichtengeschäft ist so, dass wir Ihnen das zumuten müssen. Mhm. Aber wir stecken da eine Menge ein, und das ist auch ein wahnsinnig belastender Dienst, und das Wort Dienst ist jetzt wirklich mal richtig, für die Journalisten, die das auswählen müssen. Uns geht es nicht darum, Sensationen zu heischen, ehrlich nicht. Annika, danke für deinen Anruf. Bitteschön, schönen Abend noch. Ja, tschüss. Danke. Der nächste Anrufer heißt Thomas und ist 34 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo. Hallo, deine Frage an den Kleber? Ja, ich wollte mal wissen, wo Klaus Kleber seine Krawatten herbezieht. Das ist ein buntes Gemisch. Also wir haben eine Kollegin, die uns berät in solchen Sachen, denn ich wäre hoffnungslos überfordert, aber meine entscheidende Beratung ist immer noch zu Hause. Meine Töchter sagen, die ist unmöglich, die kann es nicht anziehen, nimm mal die. Und ab und zu kriege ich eine geschenkt. Und ich hab, glaube ich, 50 oder 60 Krawatten, von denen ich 6 oder so anziehe. Die anderen behalte ich, weil ich immer das Gefühl habe, man muss in meinem Job ein paar mehr haben. Aber ich könnte sie eigentlich auch weggeben. Spendiert das ZDF schon mal Krawatten oder müssen Sie das selbst kaufen? Nee, wir kaufen die schon selber. Also ab und zu kriegen wir eine spendiert. Ein Krawattenhändler, der offensichtlich mit meiner Auswahl unzufrieden war, also ein Krawattenproduzent aus Krefeld, glaube ich, der hat mir 2 geschickt, die ich dann auch angezogen habe. Der machte sich Sorgen um mein Aussehen. Ja, ist auch nett. Fand ich nett. Okay, damit wird die Frage beantwortet. Danke, Thomas. Ja. Tschüss. Ja, ciao. Und Sandra, 32 Jahre. Hallo, Sandra. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Hallo, guten Abend, Herr Kleber. Zunächst einmal möchte ich Ihnen mein ganz großes Kompliment aussprechen für Ihre Moderation des Heute-Journals. Und angesichts der aktuellen Thematik, jetzt mit der Papstwahl, würde ich Sie auch gerne mal fragen, ob Sie sich selber als religiösen Menschen bezeichnen würden. Das ist ein Kapitel, das für mich noch lange nicht abgeschlossen ist. Ich habe gerade bei Reisen in islamische Länder gemerkt in letzter Zeit, wie wichtig ein religiöses Fundament ist. Ich bin von der Geburt und von der Erziehung Katholik. Mhm. Mir ist auch all das, was jetzt so rund um die Papstwahl geschah, vertraut. Das fühlt sich normal an. Ich gehe auch gelegentlich in die Kirche, nicht sehr regelmäßig. Ich habe aber kein so sicheres Fundament, wie viele andere Leute haben. Also ich kann nicht sagen, ich bin noch auf der Suche, das klingt so dramatisch, aber ich habe da mein Urteil noch nicht gebildet, bin da aber auch offen für Eindrücke und Erfahrungen. Bin beeindruckt auch von dem, was da im Moment passiert. Beten Sie? Bete ich? Ja, im Sinne von Stoßgebeten, ja. Ja, aber ich glaube, das richtige Beten ist ja erst dann, wenn man das Gefühl hat, da entsteht wirklich eine Kommunikation mit einem Wesen auf der anderen Seite, das mich jetzt auch wirklich hört. Das gelingt mir nicht. Ja. Sandra, danke für den Anruf. Ja, keine Sorge. Tschüss. Gerne. Tschüss. Herr Kleber, Sie haben ja ein sehr, ich sag mal so, sauberes, sehr aufgeräumtes Image. wann und wo hat Klaus Kleber mal so richtig über die Stränge geschlagen?
ja, sauber aufgeräumt. Also auf die Gefahr hin, langweilig zu klingen. Ich bin niemand, der so richtig über die... Ich feiere sehr gerne. Ja.